Was muss man denn mitbringen, um erfolgreich zu sein? Oh, das fragst du mich nicht. Keine Ahnung. Eine große Portion Glück. Weil ohne Glück geht gar nichts. Das Talent sollte man mitbringen. Aber erfolgreich zu sein, ich meine, ich hatte meine Lehrerin hat mir einmal gesagt, damals, als ich Schwarzwaldklinik bekam, Kind, die ersten, Susi Nicolette, eine tolle Schauspielerin aus Wien, hat mir gesagt, Kind, die ersten 5 Jahre sind nicht entscheidend, die nächsten 20. Jetzt bin ich schon 30 Jahre Schauspielerin. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Was sind für Sie persönlich denn die schönsten Seiten Ihres Berufs? Reisen. Ich reise so gern. Ich reise gern, am liebsten wäre es natürlich, wenn die Kinder immer mit wären, aber ich sehe gerne für andere Länder, andere Kulturen und das ist für mich, es macht große Freude. Es bildet, es erweitert den Horizont, man kriegt mehr Luft und Atem und kann dann wieder nach Hause kommen und freut sich über zu Hause. Gibt es auch Schattenseiten, die der Beruf mit sich bringt? Ja, das Reisen. Man ist zu lange weg. Man ist zu lange weg von der Familie oder von den Kindern. Wie schafft man es denn? Sie haben es eben schon angesprochen, Job und Familie unter einen Hut zu bringen. Ja, mit heraushängender Zunge, vielen Kalendern und einem großen Netzwerk zu Hause von Freunden und vom Ehemann und von Kindermädchen und von Freundinnen. Und ja, so. Es ist immer so haarscharf, dass es sich nicht ganz ausgeht immer, aber es geht immer. Jetzt sind Sie auch schon sehr lange verheiratet. Was ist das Geheimnis Ihres Glücks? Keine Ahnung. Ich habe kein Geheimnis. Ich kann auch gar nichts weitergeben, weil wir sind wir und andere sind anders. Also wir sind jetzt 32 Jahre zusammen, mein Mann und ich, und nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet. Das ist schon heftig und toll und wir sind Fossilien und Dinosaurier in dieser Branche. Letzte Frage, was sind Ihre Wünsche für die Zukunft? Meine Wünsche, an wen? Oder was ich mir wünsche? Ich bin so profan, ich möchte, dass es so bleibt, wie es ist und ich möchte gesund bleiben. Das ist das Wichtigste, weil ich habe in so vielen Bekanntenkreisen jetzt gesehen, wie wichtig ist, das kann man sich nicht kaufen, letztendlich nicht. Und man kann sich Humor und Freude kaufen, im Herzen haben, also mit Humor kommt man über viele Klippen hinweg. Und gesund soll man bleiben. Ja, danke dir, tschüss.